Sons of Bill beginnen mit ihrem Song Joey's Arm. Er ist noch von ihrem zweiten Album One Town Away. Für die fast 100 Fans im Kulturbahnhof in Neunkirchenförden spielen die fünf aber auch Lieder von ihrem im März veröffentlichten Album Sirens. Ihre Songs schreiben die Musiker selbst. Viele Lieder erreichen die Band, wenn sie fast fertig sind. Sie haben Akkorde, Melodien und die Texte sind geschrieben. Die Band fügt dann nur noch Kleinigkeiten hinzu und schaut, in welche Richtung sie sich entwickeln. Die Sons of Bill sind Abe Wilson am Keyboard, Seth Green am Bass, Todd Wilson an den Drums, James Wilson an der Gitarre und Sam Wilson. Die fünf kennen sich seit ihrer Kindheit. They're all taking, you know, the traditional music from Virginia and trying to make it. Sie alle nehmen die traditionelle Musik aus Virginia und möchten ihr eine Bedeutung verleihen, sodass sie ihre eigene Generation anspricht. Bruce Springsteen, Tom Petty und Dylan haben es so gemacht. Auch wir sind ein Teil davon. Wir wurden groß mit Bluegrass und mein Dad spielt Country. Wir nehmen alle diese Einflüsse auf und wenn man genau hinhört, merkt man das auch. Nach Neunkirchen hat die 2006 gegründete Band Dieter Blanke gelotst. Er ist ein großer Fan der sogenannten Amerikaner-Musik. Blues, Folk, Country, Rock'n'Roll, all diese Dinge, die uns die Amerikaner geschenkt haben, was ja auch wir als Amerikaner dann letztlich bezeichnen, repräsentieren die wirklich ganz hervorragend. In der deutschen Amerikaner-Szene sind die Sons of Bill mehr als ein Geheimtipp. Es ist eine sehr familiäre Szene auch. Da sind die schon bekannt. Ne? Und die haben auch mit Erscheinen speziell der zweiten CD und dann Sirens, also wirklich Furore gemacht hier in Deutschland. Den Kulturbahnhof als Veranstaltungsort gibt es bereits seit 6 Jahren. Peter Haberer sieht die Entwicklung positiv. Wir haben bestimmte Reihen hier, wie die Blues-Reihe heute Abend. Die wird sehr, sehr gut angenommen von den Leuten. An anderen Dingen arbeiten wir noch, also was das Theater anbelangt, da haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf, da ist der Aufwand für uns auch ganz erheblich höher. Weitere ehrenamtliche Mitarbeiter werden gesucht. Die 5 Musiker aus Charlottesville in Virginia genießen ihre Deutschlandtournee, auch wenn es ihr 10. Auftritt in 10 Tagen ist. Es ist wunderbar. Wir hatten tolle, musikalisch aufmerksame Zuhörer. Das ist in den USA nicht immer der Fall. In den USA passiert es öfters, dass Städte exakt gleich aussehen. Hier in Deutschland ist jede kleine Stadt anders und das ist nett. Wer die Sons of Bill live erleben möchte, hat dazu noch in Norderstedt, Singwitz und Hamburg Gelegenheit. Ob sie 2013 wieder nach Deutschland kommen, steht noch nicht fest. Aber ein neues Album werden sie veröffentlichen.